Großer Protest gegen die Rüstungsindustrie heute in Kassel. Schon am frühen Morgen gab es Blockaden. Die Werkszufahrt zum Panzerhersteller Krauss Maffei Wegmann wurde blockiert. Rund 200 Demonstranten waren dabei und es gab auch Ausschreitungen, Zusammenstöße von Polizei und Demonstranten. Ich habe gesprochen mit Polizeisprecherin Ulrike Scharke. Unter anderem wurden Polizisten mit Teilen einer Baustellenabsicherung beworfen. Einer Polizistin wurde auch der Helm vom Kopf gerissen und dieser Helm dann über das Tor geworfen. Insgesamt gibt es 8 leicht verletzte Polizeibeamte. Am heutigen Morgen war eine nicht angemeldete Versammlung. Auch diese Lage haben wir natürlich bewältigt, aber es sind schon Kollegen da auch massiv angegangen worden, sodass auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt werden mussten, um diese Angriffe abzuwehren. Ja, auch das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen, das hinter den Protesten steht, sagt mir, es gab Verletzte auf unseren Seiten. Heute Morgen sagte meine Sprecherin, 4 Menschen wurden verletzt, vielleicht auch noch mehr. Ja, die Demonstranten, sie haben den ganzen Tag über heute am Freitag Protestaktionen geplant. Gerade gab es eine Kundgebung vor Rheinmetall. Kassel zählt ja eben zu einem großen Rüstungsindustriestandort mit mehreren Unternehmen. Für morgen, für den Samstag, ist auch noch eine große Demonstration geplant. Das Bündnis sagt, Kassel steht gerade im Fokus der Weltöffentlichkeit mit der Documenta. Man stelle sich als weltoffene Stadt dar. Dabei würde hier auch der Tod produziert mit der Rüstungsindustrie. Die Polizei rechnet für morgen jetzt erstmal nicht mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Man sei aber auf alles vorbereitet, sagt meine Polizeisprecherin.